Und jetzt haben wir komplett unser Weizen, ach, unser Weizen, unser Eisen so komplett in der Box. Also noch nicht ganz in der Box, weil wir haben ja noch ein bisschen was hier dabei. Aber das ist jetzt alles Eisen, was wir momentan haben. Und das ist doch mal ganz ansehnliche Menge hier schon. Ich denke, da kann man sich nicht beklagen. So, Holz haben wir auch ein bisschen was. Ach, ich muss hier. Hier ist Holz. Da holen wir uns noch ein paar Steine. Und das Holz hier, das verwenden wir gerade, um ein paar Stäbe hier herzustellen, Stöcke und sonstigen Gedöns. Bauen wir uns gerade noch ein paar Steinäxte. So. Stöcke wieder aufgefüllt. Zäune würde ich gerne noch ein paar bauen. Mal gucken, was wir da noch haben. Nix, ne? Doch einen. Bisschen wenig. Und einen haben wir hinten noch, glaube ich, in der Weizenfarm. Aber das reicht nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer so. Ich meine immer, das wäre so viel, aber irgendwie ist es eigentlich ein Witz. Die gehen ja immer weg wie nix. Deswegen bauen wir uns jetzt einfach noch ein paar. So, 33, das sollte jetzt bei vorläufig reichen. Ich will damit nur eigentlich versuchen, vielleicht schon mal ein Tier so einzuzäunen. Und dass wir da schon vielleicht eine Sammlung so langsam anfangen. Da. Ist ja wieder dunkel. Deswegen bin ich ja reingegangen eigentlich. Ja, die Erde kann man mal da unten noch liegen lassen. Geh noch mal hier hoch, mal kurz reinspitzen. Bin ich am Überlegen, wie wir es machen. Dass wir hier so eine direkte Unterteilung machen, dass wir hier zumachen. Und da kommt man hier rein und da kann man hier in die Tür rein vielleicht und vielleicht hier in eine Tür rein, ich weiß es noch nicht genau. Oder man geht hier in die Tür rein, da kommt ein Raum und muss durch in den nächsten Raum. Oder wir machen rundherum einen kompletten so Gang hier, also da hier alles zu und dann von draußen, dass man hier so rundherum gehen kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann hier wieder hier ankommt und dann immer Türen zu den Räumen oder dem Raum. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es mache. Muss ich mal noch genauer durch den Kopf gehen lassen. So. Schaf, Schwein. Ein Huhn würde ich nämlich gerne umzäunen. Das wäre das Beste eigentlich. Aber hier gibt es verdammt nochmal keine Hühner. Spinne. Eine Spinne könnte ich auch umzäunen. Spinni, Spinni, machst du mir noch was? Nö, gut. Ein Skelett und Knochen verloren. Hätte ruhig mal können. Pfeile verlieren. Da hinten ist ein Zombie. Verliert eh nur verrottetes Fleisch. Kommt der Creeper noch mit? Nein. Oder? Wo schleicht der denn rum? Da ist ein Wolf. Yeah! Jetzt haben wir einen Knochen dabei, ich glaube aber, der nützt sonst nichts.
Hey, komm. Hallo? Nee, der reicht nicht. Gehen wir mal noch ein paar Knochen holen. Vielleicht kriegen wir die Wölfe ja noch. Ja gut, das ist natürlich auch cool. Die Wölfe reißen die Schafe natürlich. Wenn sie das immer noch machen. Und somit hätte man quasi den Kreislauf der Natur hier wiederhergestellt. Wenn wir die Schafe scheren und sie nicht töten, dann tun das vielleicht irgendwann die Wölfe. Und es werden wieder neue Schafe gespawnt. Und alles ist gut. Steinschwert holen wir auch mal mit. Nur um die Tiere eventuell zu töten. Knochen, 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 genau. Deswegen bin ich hierher gekommen. Komm, holen wir uns einfach mal einen Batzen mit hier. Ach komm, was soll's, mach ganz rein. Fertig. So, wo waren die jetzt? Da hinten irgendwo. Scheint aber nicht so, als wären die so scharf auf die Schafe hier irgendwie. Was ist denn das hier überhaupt? Kies. Kies, Lies, Lies, Kies, Kies. Ah, der Creeper ist auch weg. Ich hoffe, dass die Wölfe jetzt nicht despawned sind. Aber es sieht verdammt danach aus. Scheiße. Hab bei einmal keine Knochen dabei. Dann kommen die Wölfe. Aus ihren Löchern gekrochen. So, ich möchte auch nicht viel mehr erkunden. Als das, was wir hier haben, einfach mal ein bisschen was von der Karte auch offen halten, weil momentan finden wir ja alles, was wir brauchen. Falls da wieder da ein Update rauskommt. Ach, Pfeile. Wer sagt's denn? Dass wir da wenigstens die Möglichkeit haben, dort noch irgendwo neue Biome erscheinen zu lassen oder so. Unheimliche Geräusche gehört. So, ein bisschen Kohle mitgeholt, immer gut. Ach, Herr Jemine. Ach, komm, geh in den Schrank, schäm dich. Ich hab's noch zischen gehört, aber leider konnte ich nicht mehr reagieren. Oder ich hätte können reagieren, aber ich war zu lahm. Es ist noch zu früh am Morgen, solche Aktionen durchzuziehen. Ich wollte gerade sagen, guckt mal da drüben, wie geil. Und da hat es mich schon erwischt. Und zwar das Gebilde dort hinten. Ja, aber ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Aber mir fiel es gerade so schön in die Augen, in den Blickwinkel rein und dachte, okay, gucken wir uns das mal an. Und da machte es schon zisch, bumm, K.O., Game Over. Gott sei Dank keine Level verloren, weil es die ja noch nicht gibt. So, haben wir unsere 7 Sachen wieder gepackt. Ich will eigentlich hier ungern stehen bleiben. Aber momentan scheint ja alles im Lot zu sein. Aber man muss sein Glück ja nicht unbedingt ausreizen. Ich kann aber nicht aufhören hier zu ordnen. Nein, ich werde hier getrieben.
So, komm, noch das rein und so und die Erde. Gut, jetzt hat der Creeper uns auf jeden Fall geholfen, hier mal ein bisschen die Gegend zu sprengen, den Berg wegzusprengen. Das brauchen wir später nicht mehr abzugraben oder so, falls wir das überhaupt machen wollen. Die Gegend ist cool, also diese Welt gefällt mir wirklich gut. Vor allem dieser große Grünbereich hier, der auch recht flach ist. Wir gehen jetzt einfach mal noch ein bisschen hier umher und suchen uns einen Huhn. Ich will einen Huhn finden, verdammt. Gibt's doch nicht. Gibt's jetzt keine Hühner mehr oder was? Wurden die aus dem Spiel rausgepatcht? Vielleicht töten wir auch ein paar Schafe. Bei uns im Dorf. Da ist ein Huhn und ein Ei. Ah, das kann ich schlecht umzäunen, das Huhn. Das sitzt hier aber auch nicht gerade gut, du Huhn. Ist ja da einen bösen, schlechten Platz ausgesucht. So, jetzt haben wir das Huhn befreit. Ist das jetzt ganz runtergefallen oder ist das jetzt wirklich hochgegangen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier hoch ist. Aber ich sehe es nicht mehr. Es ist, aber ich höre es noch. Jetzt wollte ich eigentlich die Aufnahme beenden, aber ich würde dem. Ach, da unten ist es. Ich würde dem Ganzen gerne mal auf den Grund gehen. Und zwar auf den Grund des Loches hier. Komm, Huhn, hier geht's hoch. Wir retten dich. Ja, du bist ein braves Huhn. Put, put. Komm schon. Wo sind wir hier überhaupt? Sollte man sich mal merken, falls ich abkratze. Das verfolgt mich. Du führst doch was im Schilde. Ich würde es gerne tragen können. Und dann würde ich es hier hochtragen, aber ich glaube, dass. Da war doch gerade lila Nebel, oder habe ich mich da wirklich versehen? Ich habe jetzt auch mal den Grundsteinnebel eingeschaltet. Was genau das bewirkt, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass das Huhn hier uns übelst folgt. Und ich weiß, dass mal hier wieder hochzukommen, das wird wohl auch lustig. Aber ich will mir das jetzt auf jeden Fall hier anschauen. Sieht schon crazy aus. Sackgasse. Ich dachte, hier geht's noch irgendwo rein, weil das hier so schöne Stufen waren, aber habe ich mich wohl getäuscht. Was wir hier machen könnten, ist hier ein bisschen was abbauen. Haben wir auch ein bisschen Kies. Hier das Eisen auf jeden Fall noch mitholen, wenn wir schon hier sind.
das war's. Ach, ich habe gar nichts gegessen. Ich habe auf die Herzanzeige gerade geguckt und dachte, hey, warum haben wir jetzt auf einmal die Herzen voll und immer noch die gleiche Brotanzahl? Vielleicht finden wir noch ein bisschen Flintstone. Wer sagt's denn? Das hier wäre jetzt die 96. Folge. So ungefähr. Oder noch das Ende der 95. Kann auch sein, je nachdem, wie lange ich die Folgen gehen lasse. Und